Und zwar möchte Ralf ja vor das Bundesverfassungsgericht ziehen und sagen, Sanktionen sind verfassungswidrig, widersprechen dem Artikel 1 der Menschenwürde, auch dem Artikel 20, dem Sozialstaatsprinzip unter anderem. Und dazu gibt es ja schon zwei Urteile des Bundesverfassungsgerichts. Da möchte ich ein bisschen was daraus zitieren. Und zwar schon am 9.2.2010 hat das Bundesverfassungsgericht ein Urteil zum Regelsatz, das heißt zur Höhe des Regelsatzes eigentlich und zur Art der Berechnung des Regelsatzes gesprochen. Und schon damals dachten wir alle so, jetzt ist das mit den Sanktionen auch vorbei. Die widersprechen diesem Urteil, das ist ganz klar, das kann jeder, der der deutschen Sprache mächtig ist, kann das aus diesem Urteil herauslesen. Das ist völlig eindeutig für jeden, der das liest. Und wir dachten 2010, jetzt wird das vorbei sein mit den Sanktionen. Die Sätze aus den Leitsätzen der Urteilsbegründung, die lese ich mal vor. Erstens, das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums aus Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip des Artikel 20 Absatz 1 Grundgesetz sichert jedem Hilfebedürftigen diejenigen materiellen Voraussetzungen zu, die für seine physische Existenz und für ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben unerlässlich sind. Drittens heißt es dann, zur Ermittlung des Anspruchsumfangs hat der Gesetzgeber alle existenznotwendigen Aufwendungen in einem transparenten und sachgerechten Verfahren realitätsgerecht sowie nachvollziehbar auf der Grundlage verlässlicher Zahlen und schlüssiger Berechnungsverfahren zu bemessen. Das heißt, der Gesetzgeber hat auch noch so eine Art Beweislast, dass es auch wirklich, wirklich das Existenzminimum abgedeckt ist. So. Es hat aber nicht funktioniert. 2010 war noch nicht Schluss mit den Sanktionen. Wir haben uns alle gewundert, verstehen die das alle nicht? Warum gibt es immer noch Sanktionen? Ich verstehe das immer noch nicht. Ich weiß nicht, was daran missverständlich ist oder wie man das irgendwie so uminterpretieren kann, dass es dennoch möglich ist, einen Menschen so zu sanktionieren, dass er sich nichts mehr zu essen kaufen kann. Am 18.07.2012 hat das Bundesverfassungsgericht ein weiteres Urteil gefällt. Dabei geht es ums Asylbewerberleistungsgesetz. Da haben Asylbewerber geklagt, dass ihre Leistungen unzureichend sind, weil sie nicht ausreichen, um das Existenzminimum zu decken. Da zitiere ich wieder aus den Leitsätzen. Erstens, die Höhe der Geldleistung nach § 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes ist evident unzureichend, weil sie seit 1993 nicht verändert worden ist. Das heißt, sie ist nicht mit der Inflation mitgewachsen. Zweitens, Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip des Artikel 20 Absatz 1 Grundgesetz garantiert ein Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums. Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz begründet diesen Anspruch als Menschenrecht. Er umfasst sowohl die physische Existenz des Menschen als auch die Sicherung der Möglichkeit zur Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen und ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben. Das Grundrecht steht deutschen und ausländischen Staatsangehörigen, die sich in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten, gleichermaßen zu. Das ist auch irgendwie logisch, wenn es sich um ein Menschenrecht handelt. Und jetzt steht hier, dass es nicht nur darum geht, was zu essen zu haben, sondern sogar auch die Sicherung der Möglichkeit zur Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen und so weiter und so weiter. Und Ralf führt uns vor, wie die Realität aussieht. Ne? Da ist nichts mit Mindestmaß an Teilhabe oder irgendetwas, da gibt es nicht mal was zu essen, da gibt es kein Klopapier, kein Strom und so weiter. Das glaube ich nicht, dass das diesem Leitsatz entspricht. Genau. Und wenn man sich diese zwei Urteile im Internet anschaut, da sind seitenlange Urteilsbegründungen nochmal drin, wo dann auch drin steht, das Existenzminimum ist auch unverfügbar. Das heißt, da gibt es überhaupt gar keine Diskussion. Und schon gar nicht,
dass ein Sachbearbeiter ohne ordentliches Gerichtsverfahren und so weiter jemandem ein Menschenrecht entzieht. Also ich denke, dass wer sich das einfach mal durchliest, auf der Seite des Bundesverfassungsgerichts gibt es eine Datenbank mit Entscheidungen, da stehen die ganzen Urteilsbegründungen, da braucht man sich nicht einloggen, nicht Mitglied werden, gar nichts, man kann sich das einfach durchlesen. Und das möchte ich wirklich jedem mal ans Herz legen, sich das mal anzugucken. Sanktionen sind grundgesetzwidrig, fertig, aus.